Wo ein Leuchtturm steht, ist in der Regel das Meer auch nicht weit weg. Und was liegt näher, als am Meer mit einem Schiff zu fahren? Ihr seht, ich habe heute die Vollausstattung mit. Es geht raus auf den Atlantik. Wir fahren gleich zur Walsafari. Vor der Walforschungsstation werden Teile eines Walschädels ausgestellt. Mein Name ist Claire und ich gehe heute die Tour. Bevor wir raus auf See fahren, wird eine Exkursion durch die Station angeboten. Hier erfahren wir viel über die Säuger. Bald kommt das Beobachtungsschiff mit der vorherigen Gruppe in den Hafen Andenes. Während wir rausfahren, werden uns Verhaltensregeln in mehreren Sprachen nähergebracht. Die Reine ist ein ehemaliges Fischerboot, das zum Forschungsschiff umgebaut wurde. Es verfügt über zwei Hydrofone. Das sind Unterwassermikrofone, die Klicklaute der Wale für uns hörbar machen. Wale senden Klicklaute aus, um damit ihr Futter ausfindig zu machen. Ultraschalllaute, ähnlich Sonar. Wir haben heute leichten Seegang. Das macht es schwieriger zu fotografieren. Manche haben auch Probleme mit den Wellen. Anfänglich sehen wir nur viele Seevögel, diverse Möwenarten, Sturmvögel und auch Albatrosse. Gespannt verfolge ich die Flugakrobaten. Auch Kapitän Geier und die Crew schauen konzentriert auf das Meer. Der Kapitän hört die Klicks der Wale. Auch auf dem Messgerät kann man sie ablesen. Andere Schnellboote kommen näher. Vermuten Sie, dass wir fündig geworden sind? Oder haben Sie es selbst so nah an Bord?
Dann sehen wir sie. Erste Orcas finden wir. Wo wir uns jetzt befinden, sinkt der Meeresboden um 800 Meter ab. Das spült viel Krill und Kleintiere nach oben. Und das lockt die Fische und Wale an. Auch die Seevögel. Solch einen reich gedeckten Tisch finden sie nicht überall. Die Auslöser klicken, was das Zeug hält. Irgendwann muss Captain Geier Kurs Andenes anlegen. Wir haben Schwertwale, Minkwale und Delfine gesehen. Das hat sich doch gelohnt. Und zur Krönung empfängt uns seine Majestät, der Seeadler, bei der Hafeneinfahrt. Zum Abschluss die heiligen Worte. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Abonniere meinen Kanal und aktiviere das Klingelchen. So wirst du benachrichtigt, wenn etwas Neues im Kanal passiert. Man sieht sich. Europa ist ja nicht so groß.